Ja, ich möchte heute mein neues Buch präsentieren, das gerade heute erschienen ist. Ich zeige erstmal, wie der Inhalt aussieht. Wir werden natürlich heute nicht über all diesen Aspekten sprechen können. Wir werden uns konzentrieren auf das letzte Kapitel, wo ich meine Vorschläge für eine Reform der Flüchtlingspolitik auseinandersetze. Ganz kurz, was in den anderen Kapiteln steht. Im ersten Kapitel zeige ich, was die Probleme sind mit dem herrschenden Flüchtlingssystem, das wir haben in Europa. Und das sind vielfältige und zum Teil auch tödliche. Dann gibt es ein längeres Kapitel, wo ich die Geschichte der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015-16 behandle und auch andere Episoden in der Flüchtlingspolitik seitdem, unter anderem auch die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, noch nicht so lange her, Ende 2021. Und eine der Sachen, die da ganz klar werden, ist, dass die Flüchtlingspolitik für Europa auch eine geopolitisch offene Flanke geworden ist und uns sehr erpressbar macht für Populisten und Autokraten verschiedener Natur, von Alexis Tsipras damals in Griechenland oder Recep Tayyip Erdogan, Lukaschenko und oft im Hintergrund auch Wladimir Putin. Im dritten Kapitel geht es dann um die wirtschaftliche Dimension, um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt insbesondere. Und dort zeige ich, dass die großen Hoffnungen, die da vor allem von Arbeitgeberseite am Anfang der Flüchtlingskrise geäußert wurden, nämlich dass die Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden würden wegen dem Fachkräftemangel in Deutschland und die Nötigkeit oder die Probleme des demografischen Wandels, dass sie nicht eingetreten sind und dass ein Großteil der Flüchtlinge von damals nach wie vor von staatlichen Leistungen abhängig ist. In Kapitel 4 und 5 gehe ich dann auf die Probleme, die die Flüchtlingspolitik verursacht für die innere und äußere Sicherheit ein und zeige, wie ein Großteil der islamistischen Terroranschläge, die wir seit Anfang der Flüchtlingskrise in Europa zu verarbeiten hatten, verübt worden von Tätern, die entweder sich als Flüchtling ausgegeben hatten oder die tatsächlich Anspruch auf das Asylrecht gemacht hatten. Im fünften Kapitel geht es dann um die, sagen wir mal, gewöhnliche Kriminalität, vor allem die Gewaltkriminalität. Und da zeige ich, dass es auch da erhebliche Probleme gibt, vor allem mit solchen Asylsuchenden, die letztendlich abgelehnt werden, die oft wegen fehlender Identitätsdokumente und fehlender Bereitschaft der Herkunftsländer, um mitzuarbeiten, dann nicht abgeschoben werden können und dann doch hier bleiben und für eine erhebliche Kriminalität verantwortlich sind. Im sechsten Kapitel behandle ich dann die rezente Fluchtsituation im Zuge des Ukraine-Krieges und behandle die Frage, was an der Situation von Flüchtlingen aus der Ukraine anders ist oder was auch nicht anders ist. Und meine Hauptthese ist, dass die Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine nicht direkt verglichen werden kann mit zum Beispiel der Lage von Flüchtlingen aus Syrien, weil Europa in Bezug auf die Ukraine einfach geografisch gesehen sich in einer anderen Situation befindet, nämlich die Ukraine grenzt direkt an der Ukraine und wir sind für die Ukraine, was zum Beispiel die Türkei für Syrien ist, nämlich ein Erstaufnahmeland und das erste Land, das gefragt ist, da etwas zu tun, um Menschen zu helfen. Und das letzte Kapitel, wie gesagt, beinhaltet meine Vorschläge, wie man es dann anders machen könnte. Also dazu. Die europäische Flüchtlingspolitik ist bankrott. Sie zwingt Menschen, die Schutz suchen, ihr Leben zu riskieren. Seit 2014 starben dabei alleine im Mittelmeer über 25.000 Menschen. Damit ist die Asylmigration nach Europa das bei weitem tödlichste Migrationssystem der Welt.
Die aber, die es nach Europa schaffen, sind oft nicht diejenigen, die unsere Hilfe am meisten brauchen. Europaweit endet fast die Hälfte aller Asylgesuche in einer Ablehnung. Angesichts der hohen Risiken und Kosten bleiben viele ärmere Menschen, Frauen, Kinder, Alte und Kranke zurück, während junge, gesunde Männer aus relativ gesehen besser situierten Familien die besten Chancen haben, ein Ticket in der Lotterie, die europäisches Asylrecht heißt, zu ergattern. Für die aufnehmende Gesellschaften Europas bringt die bestehende Asylpolitik schwerwiegende Integrationsprobleme und Sicherheitsrisiken mit sich. In Deutschland waren bis Ende 2020 fast 2/3 aller Personen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern für die Bestreitung ihres Lebensunterhaltes auf staatliche Leistungen angewiesen. Ein Großteil der islamistischen Terroranschläge, mit denen Europa im letzten Jahrzehnt konfrontiert wurde, wurde verübt von Tätern, die Flüchtlinge waren oder sich als solche ausgaben. Auch gewöhnliche Gewaltkriminalität im Zusammenhang mit Flüchtlingszuwanderung fordert viele Opfer. In Deutschland alleine wurden zwischen 2017 und 2020 rund 300 Menschen Opfer eines vollendeten und über 1600 eines versuchten Tötungsdeliktes durch Täter, die als Flüchtling eingereist waren. Über 3000 Frauen fielen im gleichen Zeitraum eine Vergewaltigung durch einen oder mehrere Flüchtlinge zum Opfer. Das alles ist kein unvermeidlicher Preis, den Flüchtlinge und die aufnehmende Gesellschaft nun einmal für die humanitären Prinzipien des Asylrechts bezahlen müssen. Es ist die Folge eines Asylregimes, das nicht über die Instrumente verfügt, um die Bedürfnisse der Schutzsuchenden mit den Aufnahmekapazitäten der aufnehmenden Gesellschaften in Einklang zu bringen. Obwohl schon seit Jahrzehnten versucht wird, das Asylrecht zu reformieren, hat sich an den grundlegenden Problemen nicht viel geändert. Vielmehr, aus praktischer und juristischer Hürden, ist es die Schwierigkeit eines Kompromisses zwischen den progressiven und konservativen politischen Lagern, die die größte Herausforderung darstellt. Nötig ist eine Vision, die auf kurzfristige Vorteile bei Wahlen verzichtet und tut, wozu Politik eigentlich da ist. Eine tragfähige Lösung für die großen Fragen unserer Zeit zu finden, von denen die Flüchtlingspolitik sicherlich eine der wichtigsten ist. Wie könnte eine solche Lösung aussehen? Ihr Grundprinzip wäre die Ersetzung von irregulärer Fluchtmigration durch reguläre Migration. Statt Menschen zu zwingen, den gefährlichen und für vielen unbegehbaren Weg nach Europa zu gehen, sollte Europa Flüchtlinge direkt aus den Krisenregionen aufnehmen. Dafür könnte ein jährliches Kontingent für humanitäre Zuwanderung festgesetzt werden. Das Ziel einer neuen Flüchtlingspolitik wäre nicht die Reduzierung der Flüchtlingsaufnahme insgesamt. Vielmehr soll sie eine mindestens ebenso hohe Aufnahme von tatsächlich Schutzbedürftigen wie in der Vergangenheit ermöglichen. Nimmt man die durchschnittliche Zahl der seit 2013 in der EU und in Deutschland anerkannten Asylbewerber als Richtschnur, würde sich eine jährliche Zahl von 325.000 aufzunehmenden Personen für die EU als Ganze oder 160.000 für Deutschland ergeben. Für einen politischen Kompromiss ist es aber notwendig, dass diese großzügigen humanitären Aufnahmen nicht zu anderen Formen der Flüchtlingszuwanderung hinzukommen, sondern diese möglichst weitgehend ersetzen. Sonst hätte man keines der Probleme des alten Systems gelöst, sondern sie nur dadurch verschärft, dass man jährlich Zehntausende zusätzliche Menschen integrieren müsste. Ohne eine wirkungsvolle Einschränkung der irregulären Asylmigration kann man sich alle Gedanken über großzügige Aufnahmekontingente sparen. Ohne eine solche Einschränkung wird man auch die anderen Ziele eines Reforms nicht erreichen. Das Beenden des Sterbens an den Außengrenzen und die Lösung der Integrations- und Sicherheitsprobleme, die vor allem von chancenlosen und nicht schutzbedürftigen Asylbewerbern verursacht werden. Ein erstes Mittel, das in diese Richtung führen kann, sind Rücknahmeabkommen mit Herkunftsländern, insbesondere solche mit geringen Anerkennungsquoten wie die westafrikanischen Länder. Viele dieser Länder sind in einem hohen Ausmaß von den Geldsendungen der Migranten in Europa abhängig. Das gilt sowohl für die Regierungen als auch für viele Familien in diesen Ländern, die aus diesem Grund überhaupt kein Interesse daran haben, die Migration nach Europa zu reduzieren.
Deshalb sollte man die Verpflichtung zur Wiederaufnahme von abgelehnten Asylbewerbern mit der Eröffnung von legalen Kontingenten der Arbeitsmigration verbinden, wie es die deutsche Bundesregierung momentan mit Gambia versucht zu verhandeln. Da unter dem herrschenden Asylregime sogar von den Asylbewerbern aus Ländern ohne Krieg und ohne weit verbreitete Verfolgung nur ein kleiner Teil tatsächlich als ausreisepflichtig gilt und also abgeschoben werden könnte, werden Rücknahmeabkommen alleine die irreguläre Asylmigration aber niemals substanziell zurückdrängen können. Nur die Verlagerung von Asylverfahren nach Ländern außerhalb der EU kann zu einer wirksamen Reduzierung der irregulären Migration führen. Australien hat es durch eine solche Politik geschafft, das Sterben auf den Seewegen vollständig zu beenden. Es gehört aber zugleich zu den Ländern, die weltweit die meisten Flüchtlinge über humanitäre Kontingente und humanitäre Visen aufnehmen. Das Ziel müsste sein, potenziellen irregulären Einwanderern nach Europa klarzumachen, dass sie Schutz nach internationalem Recht erhalten können, aber eben nicht in den ersehnten Zielländern Nordwesteuropas, sondern in einem Drittstaat. Nirgends im internationalen Flüchtlingsrecht ist festgelegt, dass Asylbewerber das Recht haben, sich auszusuchen, in welchem Land sie Schutz erhalten. Entscheidend ist, ob ein Drittstaat ein faires Asylverfahren garantiert und das Prinzip der Nichtzurückweisung in Verfolgerstaaten respektiert. Nur mit einer Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten können die Kapazitäten für eine großzügige Aufnahme über humanitäre Programme freigemacht werden. Selbstverständlich müssen die in Frage kommenden Drittstaaten die Einhaltung der internationalen Rechtsstandards glaubhaft zusichern können. Darüber kann man im Falle von Großbritannien und Dänemark, die eine solche Auslagerung in Zusammenarbeit mit dem zentralafrikanischen Ruanda durchführen wollen, berechtigte Zweifel haben. Es gibt aber andere Kandidaten, die in Frage kämen, wie zum Beispiel Albanien, Tunesien oder Senegal. Die Vorstellung, dass wirksamer Schutz nur in der EU möglich sei und alles andere den Flüchtlingen nicht zumutbar wäre, ist jedenfalls Ausdruck eines Superioritätsdenkens, das angesichts der Realität der heutigen europäischen Asylpraxis völlig unangebracht ist. Auf welche Kategorien von Asylbewerbern man die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten anwendet, ist eine Frage, die man im Detail klären müsste. Drei Kategorien scheinen dafür auf jeden Fall in Betracht zu kommen. Die erste besteht aus Gruppen, für die es unter einem neuen Asylregime bereits humanitäre Aufnahmekontingente geben würde. Zum Beispiel Syrer, die über die Türkei einreisen. Wenn die EU oder auch einzelne Mitgliedstaaten humanitäre Kontingente in größerem Umfang für syrische Flüchtlinge, die sich in der Türkei aufhalten, festgesetzt hätten, könnten Flüchtlinge, die sich an diesen Kontingenten vorbei trotzdem auf dem Weg nach Europa machen, zwar den Schutz des internationalen Asylrechts in Anspruch nehmen, aber eben nicht in der EU, sondern in einem Drittstaat. Die zweite Gruppe, die in Frage kommt, sind Menschen aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote, zum Beispiel aus Westafrika. Auch für diese wird der Anreiz, sich auf dem Weg nach Europa zu begeben, drastisch abnehmen, wenn die Wahl nicht etwa die zwischen Deutschland und Nigeria, sondern zwischen Tunesien und Nigeria wäre. Die dritte Gruppe sind diejenigen, die ohne Identitätsdokumente nach Europa einreisen. Gerade hier konzentrieren sich Sicherheitsprobleme und Kriminalität. Gerade Menschen aus dieser Gruppe lassen sich nach einer Ablehnung des Asylantrags und selbst nach schweren Straftaten nur schwer abschieben. Auch Sie werden es sich zweimal überlegen, bevor Sie sich auf den Weg nach Europa machen, wenn Sie wissen, dass die Reise nicht in Stockholm oder Berlin, sondern in Tirana oder Tunis enden wird. Bleibt noch die wichtige Frage, warum Drittstaaten an einer Auslagerung von Asylverfahren interessiert sein sollten. Beispiele dafür gibt es allerdings schon. Australien hat entsprechende Absprachen mit Papua-Neuguinea und Nauru getroffen und an den Unwillen Ruandas werden die britischen und dänischen Pläne nicht scheitern. In allen drei Fällen betrifft es arme Länder, die mit rein finanzieller Kompensation überredet werden konnten. Eine ausgeglichenere Lösung wäre auch hier der Formel, irreguläre durch reguläre Migration zu ersetzen.
indem man den betreffenden Drittstaaten Kontingente für Arbeitsmigration in Aussicht stellt. Für Länder wie Tunesien oder Senegal wäre das sicherlich eine attraktive Perspektive. Wenn die Vereinbarung einmal implementiert wäre und sich die Erwartungen potenzieller irregulärer Migranten an die neue Situation angepasst hätten, würde sich bald herausstellen, dass sich die Lasten für die Drittstaaten in sehr engen Grenzen halten. Nach der Einführung der Pacific Solution durch Australien in 2001 füllten sich die Asyllager in Papua-Neuguinea und Nauru zwar anfänglich, aber schon nach wenigen Jahren waren sie fast leer. Es ist also keineswegs damit zu rechnen, dass eine Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten bedeuten würde, dass nun diese Länder hunderttausende Asylanträge prüfen und entsprechend viele Asylbewerber integrieren müssten. Vielmehr bewirkt die Auslagerung genau das, was sie bezweckt, nämlich eine Reduzierung der irregulären Migration und dafür in Kompensation neue Wege der regulären Migration. Solange man die frei werdenden Kapazitäten für humanitäre Aufnahmen sowie für legale Möglichkeiten der Arbeitsmigration einsetzt, ist dieses Verfahren moralisch nicht fragwürdig. Im Gegenteil. Eine solche Politik würde es uns erlauben, mehr Menschen zu helfen und gezielter diejenigen zu unterstützen, die es am meisten brauchen. Und das, ohne dass Menschen ihr Leben riskieren müssten. Bei der moralischen und rechtlichen Bewertung schließlich dieser Vorschläge sollte man die realistischen und existierenden Alternativen immer mitbedenken. Die Alternative ist nicht eine Friede, Freude, Eierkuchen, Flüchtlingspolitik, bei der auf magische Weise allen Schutzbedürftigen geholfen werden kann, alle Wanderungswillige ihre Wünsche erfüllen können, niemand mehr stirbt, alle einen Arbeitsplatz und eine Wohnung finden, der Wohlfahrtsstaat erhalten bleibt und Terroristen und Kriminelle aus lauter Dankbarkeit zu Engeln werden. Die reale Alternative ist die, die wir haben. Und die gibt kein schönes Bild ab. Tausende Tote im Mittelmeer und in der Sahara, illegale Pushbacks und Erpressung durch Autokraten an den Außengrenzen, eine hohe Kriminalitätsbelastung durch junge Männer mit geringen Anerkennungschancen, hohe Kosten und eine bestenfalls schleppende Integration in den Arbeitsmarkt, ein vergiftetes und polarisiertes politisches Klima und last but not least viele Schutzbedürftige, denen wir helfen könnten, wenn wir mit der Bewältigung der vielen negativen Begleiterscheinungen der heutigen Flüchtlingspolitik nicht so beschäftigt wären. Wir könnten es viel besser. Und wir sind es sowohl den Flüchtlingen als auch den eigenen Bürgern schuldig, endlich über unseren Schatten zu springen.